Vorab möchte ich aber erstmal sagen, dass ich Frauen eigentlich liebe. Und der Text soll gar nicht frauenfeindlich sein. Ja. Frauen wollen gleichberechtigt sein. Wieso, frage ich mich. Ist er doch bei allen coolen Sachen gleichberechtigt? Oder habt noch coolere Sachen, die wir nicht haben? Als Frau kann man sich zu Hause ausruhen. Der Mann geht vorhin arbeiten, man kommt immer in den Club rein. Meist nur umsonst, weil immer Ladies Night ist. Damit die ganzen Gaffer kommen und 10 Euro Eintritt bezahlen. Ich war noch nie in einer Disco, in der Boys Night war. Vielleicht gibt's sowas in Köln oder in der Christopher Street oder im Saloon von Brokeback Mountain, aber hierzulande nicht. Und außerdem bekommt man als Frau coole, leckere, bunte Drinks spendiert und muss nicht dauernd Whisky trinken, um cool zu wirken. Und vor allem kommt man überall rein. Wenn man als Kerl scheiße aussieht, kann man nur zur Oraltankstelle gehen, denn dort gibt's keine Türsteher. Und man muss doofe Hosen tragen, obwohl Kleidchen viel süßer sind. Und man darf nicht Kleidchen und nicht süß sagen, weil man sonst immer gleich schwul ist. Als Frau kann man im Sommer, wenn es warm ist, auch bauchfrei tragen. Obwohl die meisten, die das machen, nicht bauchfrei sind. Aber als Mann darf man doch nicht sagen, boah, guck dir mal dir an, dieses Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. Oder gehst du zur Schule oder warum hast du deinen Ranzen dabei? Denn wenn man sowas sagt, ist man ein Arschloch. Die nächsten zwei Faktoren, warum es cooler ist, eine Frau zu sein, sind Brust 1 und Brust 2. Wir Männer, wir haben nur verkümmerte Nippel und drumherum wachsen viele Haare. Ist doch kein Wunder, dass man gerne über Brüste redet, weil er keine hat. Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Aber wenn man sowas sagt wie Frauen leisten Pionierarbeit, weil sie mit ihren riesen Glocken beim Nordic Walking links und rechts zwei Schützengräben im Asphalt hinterlassen, ist man ein Arschloch. Männer sind eben Arschlöcher, aber nur weil ihr Frauen auf die Größten steht. Die besten Frauen laufen mit den größten Hoden Kobolden rum. Wenn man nicht solch ist, bekommt man eure Freundschaft. Und das will man schon damit. Aber Frauen wollen eben immer das haben, was sie gerade nicht haben. Das ist wie mit kleinen Kindern, die wollen auch mal das Spielzeug haben. Und dann liegt es in der Ecke. Aber wie das Nachbarskind kommt und spielt damit, dann muss man es wieder zurückhaben. Die manipulieren uns doch. Daher stammt auch das Wort manipulieren. Und die meisten Typen sind auch noch so geistreich wie ein Liter Strom und kapieren das nicht. Die denken auch, dass es sich bei Goethes Faust um 5 geballte Finger handelt. Und Borchardt ist einer der heiligen 3 Könige. Borchardt, Melchior, Balthasar, kennt ja jeder. Aber Frauen wissen ja meist auch gar nicht, was sie mit der Emanzipation fordern. Die fordern halt mal so einen Tag hinein und schauen dann, was passiert, damit sie hinterher wieder was zu meckern haben. Und wenn Meckern nicht mehr reicht, folgt die gute, alte, brutale Gewalt. Auch ich habe schon Gewalt in einer Beziehung erlebt. Aber Männerhäuser gibt es keine. Wo bleibt da die Gleichberechtigung, frage ich mich. 100%ige Emanzipation bedeutet, es gibt kein getrenntes System mehr, nichts mehr Frauen-WM. Die können eine Nahklasse kicken und mit der Formel 1 will ich gar nichts anfangen. Die Damen gewinnen vielleicht das Rennen, aber wissen dann nicht, wo sie den Wagen abstellen sollen. Und Boxen erst keine Chance, denn wir sind stärker und körperlich überlegen. Aber die Leute, die das sagen, kennen meine Freundin nicht. Bei ihr denkt man das ganze Jahr, sie hat die Weisheitszähne rausbekommen. Orangenhaut mit ganzen Früchten. Und auf der Toilette ist so die Damen als voll, was sitzen ist auch nicht mehr, dann sind Urinellas angesagt. Wer weiß, was eine Urinella ist? Kennt man das hier? Also es sieht aus wie so eine Art abgeschnittener Kaffeefilter, ungefähr so. Dann können sich Frauen an die Mu halten und dann stehen pinkeln. Das ist kein Scheiß, das kann man in jeder Apotheke kaufen. Die Idee ist nicht von mir, es wird gemunkelt, die wäre von Uri Geller. Ist aber völliger Quatsch. Ich glaube, die ist von Alice Schwarzer. Die will auch mein Mann sein und sieht schon ganz genauso aus mit ihrem Schnurrbart. Ihr genaues Geschlecht kann ich allerdings nicht identifizieren und Frauen hatte ich irgendwie auch hübsch in Erinnerung, aber wenn man ihr Gesicht in Teig drückt, hat man den Gorilla-Keks. Die ist so hässlich, wenn man sie als Vogelscheuche aufstellt, bringen die Vögel das Obst vom Vorjahr zurück. Aber sie kann sich wenigstens schminken, ich kann das nicht, ich muss scheiße aussehen und hässlich rumlaufen. Aber jetzt ist Schluss mit Facetten. Eure Gesichter werden samtgestrahlt, Schminkverbot, Schluss damit. Abends mit einer Hübschen ins Bett und morgens sitzt Kermit der Frosch am Frühstückstisch. Sowas gibt's da nicht mehr. Die Geschlechter werden aber sowieso abgeschafft und Sex gibt's nur im Regensglas. Ich bin dafür. Sex ist doch gar nicht so toll, wie alle Frauen immer sagen. Zumindest nicht mit Männern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt ja immer, ein guter Schwimmer kennt beide Ufer, aber ich finde Gedanken schon gruselig und schwimmen kann ich auch nicht richtig. Fazit. So wie es momentan ist, ist es für alle Beteiligten am besten. Schließlich können Frauen schon Bundeskanzler werden. Für alle, denen es nicht passt, gibt es Geschlechtsumwandlungen. Punkt. Anmerkungen. Liebe Mama. Danke, dass du mich geboren hast. Als ich den Text geschrieben habe, hatte ich vergessen, dass du auch eine Frau bist. Ich liebe dich. Liebe Frauen, die nicht meine Mama sind. Ihr seid wunderhübsch uns, aber schlechte Menschen, ihr seid schuld am Krieg. Und liebe Männer, ihr seid in meinen Augen alle unattraktiv und unglaublich hässlich. Deswegen beiße ich in den sauren Apfel und gebe mich weiterhin mit Frauen. Liebe Leute, die jetzt sagen, boah, der Text geht ja überhaupt nicht, da klatsche ich jetzt aber nicht. Kein Humor oder was?
Respect the Poets. PS, die Stelle mit der Freundin war gelogen, denn mit solchen Texten bekommt man garantiert keine. Da kann man in seiner Freizeit nur Slam gehen. Der restliche Text ist garantiert wahrheitsgemäß und enthält keinerlei lyrischer Stilmittel, wie zum Beispiel Ironie. Vielen Dank.